Willkommen Leute, wir sind heute auf einer Raumstation und nicht aus irgendeinem Grund, sondern wir haben ein bisschen Besuch bekommen und zwar von Crewmates und darunter versteckt sich wahrscheinlich ein Imposter, aber das wissen wir halt noch nicht. Aber wie auch immer, heute zeige ich euch einen sehr besonderen Add-on oder einen Mod von der MCPE-Version. Das wurde nicht von mir erstellt, sondern von Arend Nido Gamer. Alles in der Videobeschreibung, also die Download-Links, also von der Website aus, könnt ihr da alles downloaden. Heute zeige ich ein bisschen was Interessantes. Und ja, die Crewmates sind sehr interessant aufgebaut. Und was natürlich ein Unterschied ist an diesen anderen hier, der Typ hat Hände. Und zwar, das bin er, weil ich. Genau, man kann sich auch selber als Crewmate oder ein Imposter verkleiden. Und das sieht folgendermaßen aus. Zack, wir haben einen Command eingegeben und der heißt genau Replace Entity. Der nächste Spieler, slot.armor.head, 1 und dann Among Us. Doppelpunkt, Among Us und dann eure beliebige Farbe und dann dahinter Skin. Dann könnt ihr euren eigenen beliebigen Skin, es gibt verschiedene, 11 verschiedene Farben, also grün, hellgrün, braun, schwarz, orange, weiß, rot, türkis, warum der türkis jetzt ist, aber ist ja nicht so wichtig als Entities und die haben es in sich. Ich zeige euch mal sofort, wie die interagieren. Es gibt verschiedene Designs. Hier machen wir den roten Imposter. Okay, machen wir mal. Nee, Orange hatten wir noch nicht. Machen wir hier einen Orangen-Imposter. Das sind verschiedene Unterschiede. Ja, zum Beispiel der hier hat ein großes Maul offen. Der versucht, sie zu fressen. Und wie ihr seht, es droppt eine Leiche. Wenn die sterben, also wenn die einmal nach einer Berührung sterben sollten, dann droppen die eine Leiche. Und so funktioniert dieser. Diese Musik hat genau gepasst, by the way. Dass er jetzt hier ein paar Leichen übrig gelassen hat. Ja, das sieht jetzt nicht mehr sehr schön aus. Wir haben ein paar Leute verloren. Ich hoffe, manche konnten sich retten. Ich hoffe. Ich weiß halt, wo sind die? Aber wie auch immer. Da hat sich einer gerettet. Der hat sich noch gerettet, saved. Sehr schön. Läuft ja ganz gut. Auch allgemein gerade auf Twitch, YouTube, was auch immer. Und ich wollte euch mal einen Mod zeigen. Der sehr ganz cool ist wahrscheinlich. Ich habe auch gelesen, dass es bald eine noch krassere Mod gibt. Also Add-on. Wo zusätzlich auch ein Spielmodus ist. Wo man zum Beispiel mit anderen Leuten dann Aufgaben machen muss und dahinter versteckt sich ein Imposter und die Leute müssen halt rausfinden, wer der Imposter ist, indem sie halt sozusagen Report machen. Das wird dann alles funktionieren. Alles halt noch nicht draußen. Das werde ich euch auch irgendwann zeigen. Zusätzlich gibt es auch einen Among Us Server und den kann ich euch auch zeigen, wenn ihr es gerne wollt. Der ist schon draußen. Schreibt es gerne in die Kommentare, eher gesagt, ob ihr diesen Server sehen wollt, könnt ihr auch drauf spielen. Da müsst ihr nicht, dafür braucht ihr jetzt zum Beispiel kein PC, um diesen Add-on oder Handy, um dieses Add-on zu installieren und dann darauf zu spielen. Braucht ihr einfach nur ganz entspannt. Einfach nur ein Pocket Mine und dann könnt ihr joinen. Sehr schön. Was ich jetzt euch zeigen wollte, ist natürlich auch noch unter anderem, wir haben noch Pets. Die Pets hier sind wie in Originalen. Es gibt verschiedene, es gibt 5 Stück an der Anzahl jetzt. Und da haben wir einmal Wally. Den Ellie. Also, das sind alles Pets aus den Originalspielen natürlich. Das ist Henry, Stickman, alles klar, was geht ab. Und Blue Dog. Und Brainlord. Also, Brain Slug ist mein Favorite. Guck mal, wie toll der aussieht. Richtig cute. Guckt euch den an. Aber die bewegen sich ja komisch. Vor allem Stickman hier. Henry Stickman. Macht keinen Unsinn, ne? Okay. Als nächstes habe ich noch was ganz Cooles. Und zwar haben wir natürlich alle Spawnex, sind natürlich exklusive. Also nochmal ganz kurz zum Beschreiben, wie ihr das allgemein jetzt downloadet. Habe ein Video jetzt in der Infocard verlinkt. Ist von mir natürlich erstellt worden, wo ihr Mods downloaden könnt und dann auf der Windows 10 Edition oder auf dem Handy dann spielen könnt. Eine Sache noch, bevor ihr das installiert, ihr müsst 2 Sachen holen. Einmal das Texture Pack und das Verhaltenspack. Experimentelles Gameplay verwenden, anmachen, um das überhaupt möglich zu machen. Um dieses zum Beispiel diesen Command mit den 3D-Skins möglich zu machen. Sonst geht das gar nicht. Hier haben wir nochmal gesagt, alle Spawnex von Impostern und Crewmates. Können wir kurz alles spawnen. Nochmal. Oh, das war kleiner. Warum ist so klein, das ist so klein? Warum ist das so klein, Retalk? So. Jetzt kommen die Gegenspieler. Jetzt kommen die Imposter. Also Pistole ist nicht so effektiv. Aber der mit dem Mund ist sehr aggressiv. Es gibt also anscheinend unterschiedliche Designs. Es gibt so viele Leichen. Das ist ein kleines Kriegsschiff hier. Ein bisschen laut gerade. Killen hier. So, damit wir wieder ein bisschen Ordnung haben. Außerdem könnt ihr es natürlich auch selber spielen, wenn ihr halt auch, wie gesagt, einen PC habt und ein Handy habt, um
wie gesagt, mit Leuten zu spielen, mit denen ihr befreundet seid zum Beispiel, ja, könnt ihr halt einladen. Und dann könnt ihr halt einer hat dann sozusagen ein zwei Imposter haben halt so zufälligerweise ein Schwert in der Hand. Das könnt ihr ja so machen. Und die sind halt, ihr stellt einfach auch ein, dass sie halt sehr stark sind, diese Schwerter. Und dann habt ihr das allgemeine eigenen Among Us-Modus in Minecraft. Vielleicht mache ich das nochmal auf zwei Kanälen. Auf den zwei Kanälen kommen halt, wie gesagt, Spielmodus zum Beispiel, wie ich halt bei normalen Spiele. Challenges allgemein. Das ist ja mein Zeitkanal gedacht, um andere Dinge zu zeigen, die auf meinem Kanal nicht möglich sind. Also, mehr kann ich jetzt auch nicht mehr zeigen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Und haut rein, euer Twinox und ciao.